Mein Name ist Schwester Lea und ich bin im Noviziat bei den Auerbacher Schulschwestern. Der Gedanke, ins Kloster zu gehen, begleitete mich schon seit meiner Kindheit. Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen und habe das Beten von meinen Eltern gelernt. Der Glaube wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt. Die Beziehung zu Gott und die Verbindung mit den Heiligen spielten schon immer eine wichtige Rolle in meinem Leben. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich das Klosterleben an sich kennenlernte und auf welche Weise der Wunsch nach dem Ordensleben in mir aufkam. In meiner Verwandtschaft bestand die ein oder andere Verbindung zu Klöstern und sicher taten auch Heiligengeschichten, in denen das Ordensleben beschrieben wurde, das ihre. Für mich kam als Kind irgendwie nichts anderes in Frage. Und das, obwohl wir in unserer Familie gar nicht so viel über dieses Thema gesprochen haben. Ich glaube, mein Wunsch war auch sehr stark von kindlich-romantischen Vorstellungen geprägt. Ich träumte von wunderschönen alten Gemäuern, von herrlichen Klostergärten und von fröhlichen Schwestern. Ich glaube aber auch, dass da schon eine Sehnsucht in mir grundgelegt war, die später zwar oft vergraben lag, mich aber nie ganz verließ. Als ich dann älter wurde, der Schulabschluss bevorstand und ich entscheiden musste, wie es weitergehen soll, da war mir längst nicht mehr klar, was ich wollte. Kloster? Für mich war die große Frage, ob ich überhaupt berufen bin zum Ordensleben oder nicht. Für den Moment hatte ich nicht den Eindruck, berufen zu sein. Also erst einmal weitermachen und abwarten, wie Gott sich mitteilt, das war meine Devise. Ich fing an, Sprachen zu studieren, weil mich das interessierte, und wartete gespannt darauf, wie Gott sich mitteilen würde. Aber Gott sprach nicht, zumindest nicht so, wie ich mir das vorstellte. Eine Familie zu gründen, konnte ich mir mittlerweile auch gut vorstellen. Und so war ich zwischen beiden Möglichkeiten hin und her gerissen. Immer wieder besuchte ich mal ein Kloster oder informierte mich im Internet über die verschiedenen Orden. Doch jedes Mal war das Ergebnis, dass ich wusste, hier werde ich nicht eintreten. Irgendwann frustrierte mich das. Ich wollte mein Leben nicht ständig mit Suchen verbringen. Also hörte ich eines Tages damit auf. Für einige Jahre war das Thema dann für mich abgeschlossen, aber ich merkte doch immer wieder, dass es mich nie ganz losließ. Ich glaube, letztendlich war nicht ich es, die auf Gottes Antwort wartete, sondern es war genau andersrum. Gott wartete auf meine Antwort. Hatte ich ihm die überhaupt gegeben? Klar, ich habe mich offen gehalten und ich habe behauptet, ich sei bereit, wenn er mich ruft. Aber war ich wirklich bereit? Einmal sagte ein Priester in einem anderen Zusammenhang: Als Kind hat man doch oft eine Klarheit, die man als Erwachsener meistens leider wieder verliert. Dieser Satz hat mich wieder sehr nachdenklich gemacht und ich fragte mich, ob ich nicht doch der Klarheit aus meinen Kindertagen wieder intensiver nachgehen sollte. Im Nachhinein, denke ich, kam der entscheidende Wendepunkt eines Abends zu Hause im Gebet. Es war der seltene Fall, dass ich tief ins Gebet versank und mit einem Mal sprach ich zu Jesus die Worte: Ja, ich will deine Braut sein, ich will nur dir gehören. Diese Worte kamen so aus tiefstem Herzen, dass ich mich über mich selber wunderte. Nun hatte Gott endlich ein wirklich offenes Herz und er konnte die Führung übernehmen. Ich bin überzeugt davon, dass mir viele Gebete von anderen dabei geholfen haben, Gott dieses bedingungslose Ja zu geben. Und ich bin unglaublich dankbar dafür. Und dann ging wirklich alles relativ schnell. Es dauerte tatsächlich nicht mehr lange, bis ich durch kleine und schöne Fügungen die Auerbacher Schulschwestern auf einer Wallfahrt kennenlernte. Sehr schnell merkte ich, hier oder gar nicht.
Und mir wurde auf einmal bewusst, jetzt ist der Moment der Entscheidung gekommen. In diesem Moment türmten sich dann nochmal alle möglichen Hindernisse und Zweifel auf. Ich fragte mich, ob man eine Entscheidung überhaupt so schnell treffen kann. Ich war ja schließlich erst 3 Wochenenden zu Besuch in dem Kloster gewesen. Und außerdem, jetzt alle Zelte abbrechen, die Familie verlassen, meine Freunde, die Arbeit kündigen, kann ich das überhaupt? Ja, und da war es sehr gut zu tun, was ich bisher viel zu wenig getan hatte. Mit anderen darüber reden. Mit meiner Familie, mit Freunden, die den Glauben mit mir teilten. Und auch die Schwestern selber halfen mir sehr durch ihre Offenheit und mit ihren Gesprächen. Und so konnte ich dann schließlich den Schritt tun und die Entscheidung treffen. Und es war eine gute Entscheidung. In dem Moment, als ich sie getroffen hatte, da verschwanden alle Zweifel und ich wusste mit aller Klarheit, das ist der Weg, den Gott mit mir gehen will. Wenn auch die notwendigen Schritte dadurch nicht leichter wurden, so war ich doch innerlich mit einem tiefen Frieden erfüllt und mit ganz viel Vorfreude. Von Gregor dem Großen stammt der Spruch: Gott hat uns die Sehnsucht eingegeben, er enttäuscht sie nicht. Das kann ich nur bestätigen. Aber es hat dafür auch viel Geduld gebraucht. Und die meiste Geduld musste Gott selber mit mir haben. Seine Geduld hat sich gelohnt.